Hallo Freunde, für ein weiteres Video. Muss noch kurz was trinken. Ja, letztes Mal haben wir unser neues Prachtexemplar gekauft. Du Idiot, noch nie was vom Vortritt gehört. Verdammt, sag mal, was ich. Pfeife! Versorgung nach falsch, ich penne Tüte. Und da habe ich schon wieder eine Tafel rumgefahren. Ups. Bobby Blake. Entschuldigung. So, jetzt gehen wir weiter noch in das Zeug abfahren. Ja. Hühnerschlag könnte mir dann auch mal zulegen, aber ja. Cool ist, man kann auch die, wie bei den letzten, man kann ja die Farbe ein bisschen variieren. Ich weiß nicht, kann man eigentlich auch. Ja, der Blinker geht. Oh. Ich will es mal schnell ausprobieren. Ah! Wie kann die Farbe auch variieren? Sehr schön. Gehen wir ab zum Hof. Fahren unsere Restenzeug noch weg, wo wir jetzt noch in Silo haben. Nachher wird anfangen mit dem. Ja, das hat mich am Anfang, das hat mich ja mal aufgeregt. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge erzählt. Hab mich das sehr tierisch aufgeregt wegen solchen Zeug, dass man ja keine Felder so mehr kaufen kann. Aber man kann ja die Felder, gut Glück, nice nach dem anderen kaufen, sobald sie ein Ding haben. Eigentlich das Gewicht kann man ja eigentlich auch verkaufen. Was braucht man eigentlich das Gewicht? Jetzt habe ich Gewicht gekauft. Barrage in der Tasche. Gut, ich meine, aber diese Kombi hier ist jetzt nicht gerade die beste. Aber sobald ich mir einen größeren Traktor, also wir haben jetzt einen größeren Traktor, aber sobald ich mir einen besseren Traktor haben, einer wo natürlich stärker ist, ist besser. Aber ich glaube, das fast hier ist auch noch so ein kleiner Fehler. Seht ihr das? Die hat ja eigentlich einen Schlauch, also ein Licht. So ein Licht hier. Das ist ja eigentlich ein Lichtschalter hier. Das da. Das hier. Wo der Kreis ist. Das ist ja eigentlich ein Lichtschalter. Die kommt eigentlich, wenn man. Ich pack fest. Wenn man eigentlich die nur einen Traktor hat, hängt sie sich hier da an den Lichtschalter an. Hier. Aber Giants hat natürlich das nicht bedacht, dass man vielleicht. Ich weiß, bemängle das, habe das in der letzten Folge bei der Freundschaft gesagt, aber jetzt muss ich das jetzt hier auch nochmal bemängeln. Giants hat nicht bedacht, wir könnten eine Leitung von hier hinten nach da vorne ziehen. Oder mindestens hier hinten an diesem netten Platz hier, wo natürlich das Eisenplättchen ist, ein Schalter hinbauen, das Kabel nach vorne ziehen. Hier, wo das irgendwo hier Kabel und das dann nach rüber führt. Also scheint schon das zweite Problem. Oder besser gesagt, das dritte. Und ihr könnt fixen. Also, drei Sachen, wo ihr beheben könnt. Erstens, das mit der Frontschaufel. Zweitens, da hinten bei diesen kleinen 3 Meter. Zähkombi mit dem Licht. Drittens, hier bei den Anhängern, animiert besser solche Anhänger. Vielleicht hattet ihr ja keine Zeit, aber bitte animiert das Zeug. Hier vorne, ja gut, da könnte man sich jetzt drüber streiten, dass man gesagt hat, gut, man konnte, dafür habt ihr kein Kontrollschild.
Der hat ein Autos, wenn du einen schönen Nummernschild da kannst. Sonst als Vierte. Na gut, da könnte man sich jetzt drüber streiten. Hier auch. Hier könnte man sich drüber streiten, aber wie anscheinend hätte solche Löcher gemacht konnten, wo man Zusatzgewicht könnte hier hinhängen. Oder mindestens ein kleines. Oder irgendwas. Aber da könnte man sich jetzt drüber streiten. Da würde ich eher sagen, da könnte man sich jetzt drüber streiten. Bei diesem war, bei so einem kleinen Mangelfehler. Da könnte man sich ehrlich persönlich sagen, da könnte man sich drüber streiten jetzt. Habe ich jetzt das letzte Mal abgeladen? Ich glaube, ich habe da die Heidemühle, gell? Oh Gott. Aber wie gesagt, da könnte man sich jetzt. Ach, Platz! Könnte man sich drüber streiten. Man könnte sich auch drüber streiten, dass man hier bei diesem kleinen Fiat eine weitere Frontschaufel hinbauen könnte. Da könnte man sich auch drüber streiten. Man könnte sich so viel drüber streiten. Aber wir wollen jetzt hier nicht unfair sein. Und ja, das ist, glaube ich, erst mein zwei. Also alles ist, glaube ich, eins von diesen Spielen, die ich immer so schnell wie möglich am Release-Tag hole. Also geht echt selten wieder, echt selten gehen, wenn ich mir ein Ding habe. Und Bayer, bitteschön, blinkt nicht nach jeder Kurve. Charles, nimmt das raus. Kurve, Gott, blinken. Das nervt. Ja. Und ich meine, look, ich glaube, Alice ist wirklich eins von diesen Spielen, wo ich glaube, immer am Release-Tag hole. Das ist eigentlich ein selten, dass ich Spiele gut am Release-Tag hole. Klar, gut, die meisten sagen, ja, Release-Tag ist am besten, aber. Ja. Ich frage mich, wie der 21er wird. Jetzt heißen sicher wieder, hey, das Spiel ist ja schon über 2 Monaten draußen und du denkst schon an den ersten. Ja klar. Habe ich beim Ding gefragt, mich auch, wie der 23er LS 23er wird. Jetzt heißt es dann auch schon wieder, du denkst schon wieder zu weit. Ich weiß. Ich mache das gerne. Aber wie gesagt, ja, mir kann er sich das ja. Ich meine, was? Wunder. Nee. Okay. Ich glaube, geht. Aber ich weiß, die meisten werden sich jetzt immer drüber draufregen. Warum? Dass man nicht immer so mit dem zufrieden hat, was man es hat. Ich muss ehrlich sagen, grafisch ist das Spiel ja genial. Sag mal, Junge, hast du eigentlich eins an der Waffel, Mensch? Halt doch mal die Klappe! Sonst komm ich mal, hol ich den gleich mein Brecheisen und mach jetzt mal, dachte mein Torhaube auf! Konzbanause! Immer her diese Kunstbanausen. Ja, aber ich weiß, ich bin hier eigentlich echt zufrieden. Ich meine, aber es sieht optisch gut aus. Sie haben auch echt viel auch animiert. Ich meine, mal beim 9, beim 17er, meine, das hast du es ja selber, das hat man es ja selber gemerkt. Fahrst du hin, hast du irgendeinen Mod mit Schläuchen, wo einfach drüber geht und dann halt am Schluss hast du so, ja, kein Scheiß, aber sie hat einfach nicht gut zusammengepasst, nicht irgendwie schön animiert, irgendwie einfach nur Schläuche, die rüber hängen, du machst Kurven, weg ist es. Ich meine, klar, es gibt am zweiten auch so gut animierte Schläuche und so. Das ist auch gut gemacht. Habt ihr gesehen? Er ist über den Hocker gefahren und der Sitz hat mitgemacht. Hat nicht ausgesehen wie so ein Stein. So ein Stein, wo
Ja, irgendwie auf so ein Brett, auf einen hingebastelten, selbstgebauten Sitz. Ja. Haben jetzt mal die Zeit achten. Ich werde es rein nach ein paar Minuten. Ja. Ja, aber ich hoffe, dass Chance es wirklich langsam behebt, solche Sachen. Ich meine, sie haben ja noch Zeit für solche Updates. Sie haben echt viel Zeit noch für Updates. Ich meine, wenn du umso früher, dass du das Zeug raushaust, also umso neuer dass das Spiel ist, umso mehr Sachen, dass du siehst, sage ich euch jetzt schon, wenn ihr jetzt wirklich die Videos raushaut selber, umso früher könnt ihr Update machen. Gut, die wollen ja das YouTube ja in Mai irgendwann, sie wollen ja das irgendwann abschaffen hier. Aber ich glaube nicht. Ich denke kaum. Was ist denn hier für ein Punkt? Hier ist ein roter Punkt hier auf der Karte. Aber ich glaub kaum, dass wirklich YouTube abgeschafft wird. So, jetzt müssen wir fast noch schauen, ob wir was im Silo haben. Oder etwa mir was noch zu, ob wir halt zukaufen können. Da ist eigentlich eine Feldspritze. Haben wir da eine? Sonst kaufen wir uns dann da. Nein. Ja, Feldspritzen sind immer so eine Frage. 66.000 Markt, aber. Hat ein bisschen mehr Platz als die, in die breit ist die 28 Meter. Hätte aber Platz. Gute Frage. Haben wir einen von. Nein, nein. Ja, da. Kuhn hat aber leider nicht so viel. Sie hat leider nur 4380 Liter und die gemutterte kann 4600. Gut, die wäre besser, die kann 6000 Liter. Aber die ist gut, die ist ein bisschen länger, hat 36 Meter, aber hat weniger Platz und die ist ja zwar nur 28 Meter, so 8 Meter kleiner als die, aber die hat mehr Platz, im Gegensatz zu die von Kuhn. Vielleicht haben wir die von Kuh, die andere holen, die gemoddete Version. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir könnten, glaube ich, eventuell die gemoddete Version holen. Kostet uns zwar 66.000, aber der Vorteil ist, wir haben mehr Platz für das. Also, wir könnten mehr Düngerspritzmittel reinpacken. Kostet aber wieder in Zeit lang wieder mehr. Das ist das andere Problem. Aber der Vorteil ist, wir hatten mehr Platz. Ja gut, wir kaufen sie dann. Eine Investition ist immer eine Investition. Gut, wir müssten dann zwar noch eine zweite kaufen, aber ja, ich glaube, dann kaufe ich mir dann die andere. Oder packen die kleinere für Pflanzendünger, für Pflanzenschutzmittel und nehmen dann die große für das normale und die kleine für Pflanzenschutzmittel. Haben wir noch was im Silo? Sonnenblumen. Da will man auf die Sonnenblumen auf. Ja gut. Oh, fast ein Hänger voll. Ja gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Ja. Und schaut noch beim nächsten Mal vorbei. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was ihr dazu meint.
mit diesem Problem, das ich hier angesprochen habe. Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist und noch nicht die Glocke aktiviert hast, dann aktiviere die Glocke. Bitte folgt mir auf Twitter und Instagram. Ist alles über mein, es ist auf meinem Kanal, in meinem Titelbild verlinkt, über den Abonnier-Button. Dort ist auch mein zweiter Kanal verlinkt, Simulator LP. Schau bitte auch der vorbei. Und dann würde ich sagen, ja, danke, Leute, und bis zum nächsten Mal.